Und es geht weiter mit Let's Play Final Fantasy. Flash for Fantasy. So, dann aktivieren wir hier einfach mal das Ding. Here we go. Here we go. Nothing to it. Jo, leichtes Spiel, natürlich. Natürlich. So, ich wollte euch eigentlich mal die Ballisto Bar zeigen. Hier ganz kurz, was wir da kaufen können. Genau. Habe ich dir schon mal gezeigt hier? Hier, genau, Eisenreif und... Ah, geil. Ein Runenreif. Ich sage mal so, der Magiersiegel und der Runenreif haben was gemeinsam. Ja, die haben was gemeinsam. Jupp, jupp, jupp. So, Ballistobar. Nein, 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 nein. In der Ballistobar können wir nämlich unsere ersten Waffen kaufen. Besser, ja. Können wir, wenn wir wollen. Ist so die Sache, wir können unsere Waffen ja auch verkaufen. Moment, habe ich gar nicht gezeigt. Hier können wir Sachen verkaufen. Unter anderem unsere Waffen. Würde ich aber nicht empfehlen, euer Inventar ist eh unendlich groß, also, ne? Banane und so. Accessoires würde ich auch nicht verkaufen, kann immer mal wieder nützlich sein. Was man aber verkaufen kann, sind Sachen wie der Booster zum Beispiel. Steht oben. Zum Beispiel gilt das Auszeichnung des Sanctum Militärs für besondere Verdienste. Wird zu Höchstpreisen gehandelt. Wenn es wird zu Höchstpreisen gehandelt, hinten dran steht, hat dieses Item eigentlich keinen großen Nutzen für euch, sondern ja, ihr seid besser damit beraten, es zu verkaufen. Ganz einfach. Da ist dann eigentlich nichts mehr. Paraffinöl war das? War das? Nö. Nichts zu verkaufen. Nee, passt. Passt. Und der, ich sag mal so, der Booster ist noch der die Komponente, die am wenigsten Geld bringt. Von denen natürlich, die es sich lohnt zu verkaufen. Aber hey. Ein Succubus. Zwei Succubi. Ah, wo wir gerade so schön bei Mehrzahlen sind, ja. Kennt ihr das wundertolle Spiel Civilization 5? Mhm. Wer es nicht kennt, Civilization 5 ist ein... keine Simulation, aber... Ist es eine Simulation? Ich weiß nicht. Nee, ein rundenbasierendes Strategiespiel, sagen wir... Ganz einfach so. Sagen wir so, genau. Und wenn man ein rundenbasierendes Strategiespiel mit toller Diplomatie, die man da anwenden kann, nicht übertrieben, nicht zu wenig, ganz okay, kann man doch davon ausgehen, dass die Leute, die das Spiel programmiert haben, eine Ahnung von den Sachen haben. Dankeschön. Und auch eventuell wissen, dass die Mehrzahl von Bonus nicht Boni ist, nein. Nein, warum denn auch? Sondern Bonus. Natürlich. Das Blöde ist nur, wenn die Texte von den Programmierern ins Spiel initiiert werden, werden die Texte ja geschrieben. Und wenn es jetzt nur wäre, dass man, wenn es heißen würde, ja, eure Bonusse, die ihr von Stadtstaaten bekommt, zum Beispiel durch Handel, sind erhöht worden. Wäre es ja okay, wenn es nur einmal dastehen würde. Das steht aber bei wirklich jedes Mal, wenn Bonus oder die Mehrzahl von Bonus verlangt wird, steht jedes Mal Bonus da. Ja, naja. Genauso wie Taxis. Mehrzahl von Taxi ist nicht Taxis, sondern Taxen. Mann. Was lernt man denn bei euch in der Schule hier? Geht ja gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Ja. Oh, sehr gut. Ich hab beide im Schock. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich gerade end. Weil, jawohl. Na, dann kann der eine zumindest nicht angreifen. Das ist ganz okay. Kann man denen ein bisschen Schaden zufügen? Also, nee, der ist fertig. Okay. I got this. Chip. Können wir den jetzt bitte wieder in Schockzustand versetzen? Das ist nicht toll so. Obwohl, machen wir mal so. Hauen wir den jetzt mal so auf 400% hoch. So. Okay. Jetzt müsste eigentlich ein Mensch da runtergehen. Ja. Okay.
Strategie entdeckt, total toll und so. Oh, ein Passivsucher-Ding. Was war das? Was war das? Ich weiß es gar nicht. Eine Komponente. Jupp, ist es wirklich nur... Ja. Wirklich nur da, um Platz wegzunehmen. Da vorne muss ich hin. Ich hoffe, da vorne sind wir endlich da, wo ich hin muss, aber nicht hin will. Mit Lightning. Hi. Ja, ist ja okay. Ganz ruhig. My lady. Fuck. Moment. Moment, Moment, Moment. Ich speichere mal kurz. Scheiße. Aha. Das ist hier. Wir kommen jetzt zu einem Bosskampf. Zu einem Bosskampf, der... blöd sein kann oder schnell vorbei sein kann. Weiß man nicht. Weiß man nie. So genau. Tschüpp. Zapp. Deswegen verteile ich nur mal ganz schnell meine Punkte. Elektroschlag. Nice. Und 30. So, und Vanille auch noch kurz. So, Verheerer hat sie voll. Manni hat sie voll und Heiler kommt sie nicht ganz voll, aber okay. Okay, das ist okay. Auf Disaster. Wenn ich dem überhaupt irgendwas machen kann, so. Und wenn ich mich heilen will, dann den hier. Okay, passt. Alles okay. Sollte funktionieren. Das ist ein Haufen Schrott. Braucht man keine Angst vor haben. Hi. And that's bad for us, isn't it? You have eyes, don't you? Was für eine dumme Frage eigentlich. Ist das schlecht für uns? Nee. Gar nicht. Und was mich ein bisschen irritiert, der Brummonaut. Toll, der Brummonaut. Toller Name. Der tolle Brummonaut ist stärker als der, ne, wie heißt er? Als der Voll-C oder FC. Was mich irgendwie, ja, irritiert. Okay. Ja, ich buff uns mal ganz kurz, weil sonst wird es hier nichts mehr heute. Und Lightning hält so ein bisschen den sag's mir, wie heißt er? Den Schockzustand ein bisschen hoch. Damit das ja auch alles klappt und so. So, ah, scheiße. Ja, okay, passt schon. Dampfreinigung ist nämlich so ein Move von dem Kerl. Damit entfernt er alle negativen... Na, sag's mir. Alle negativen Zustände auf ihn. Die auf ihm liegen. Die jetzt aber gleich wieder drauf sind. Ganz toll. Gut, dann einmal kurz ins Disaster. So, mal ein bisschen Schaden reinkloppen. Jetzt mal kurz hier drauf. Ich will ein bisschen Heilung haben, das wäre auch ganz nett. Ich weiß, er ist schon halb down, aber ich will da wirklich auf Nummer sicher gehen. So, nochmal auf Disaster, damit er schön in den Schockzustand bekommt. Genau. So, das reicht eigentlich. Sollten Vanille und ich eigentlich schaffen, den hochzubekommen. Jupp, perfekt. So, Lightning, hau drauf. Hau ihn weg. Dankeschön. Das war gut. Lief gut. What? Okay. Was ist denn das für ein Boden, bitte? Geht's jetzt weiter? Ja, ganz geistreich. Einfach nochmal den... Genau denselben Kampf nochmal. Natürlich. So, eine Runde angreifen. Der Feuer. Hat der vorhin Feuer auch schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. Jupp. Ach ja, schön. Zup. Erstmal ein paar Sachen für uns, ne? Für Lightning natürlich. Weil die an vorderster Front kämpft. Ihr darf eigentlich nichts passieren.
So, das ist gut, dass das Vanille auf dem die negativen Zustände drauf bufft, weil das triggert bei ihm dann den Reflex, dass er seine Dampfreinigung machen muss. Eigentlich. Irgendwann. Und dann habe ich schön Zeit, mich hoch zu buffen. So, und jetzt komme ich noch dran. Und dann hat sie die Sache eh gleich, also. Ah, ah. That shit. I forgot. Fuck. Ich hab's vergessen. Ach du Kacke. Ich hab's vollkommen vergessen. Ich hab's vollkommen vergessen. Ach verdammt. So, machen wir so. Erinnere auf sie, genau, dann wechsle ich nochmal. Dann soll sie ihn nochmal debuffen. Und jetzt nochmal Drisast und dann hat sie die Sache. Chup, 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 chup. Ich habe die Kanonade voll vergessen. Ach du Kacke. Die kann er aber erst, seitdem wir hier unten sind, oder? Ich hoffe es zumindest. Ich glaube es zumindest. Sagen wir es eher so. Als wir oben waren, hat er sie ja nicht gemacht. Und er hätte sie, glaube ich, auch gar nicht machen können. Weil er den Move erst beherrscht, seitdem wir hier runtergefallen sind, natürlich. Macht Sinn, ich weiß. So, jetzt sollte er gleich seine Dampfreinigung anmachen und dann ist er tot. Ganz einfach. Ganz easy. Ach, der kann seine Dampfreinigung gar nicht machen, weil er... Meine Kanonade macht. Leben noch alle? Jupp. So, machen wir lieber so. Ah, die Dampfreinigung, Dampfreinigung, Dampfreinigung. Noch ein bisschen Schaden. Persönlich macht die Dampfreinigung seinen Schockzustand auch weg. Ich hoffe nicht. Komm. Ach, wir haben ihn gerade aus der Dampfreinigung rausgeholt, oder was? Finde ich gut. Er ist tot. Was zur Hölle? Ein Modifikator-Kit und Leo, was? Lenoras Werkstatt. Ah, das Modifikator-Kit. Ah, geil. Für Lightning wurde die Rolle Heiler freigeschaltet, ganz wichtig. Und für Sass wurde die Rolle Brecher freigeschaltet. Auch wichtig, damit der endlich was reißen kann, der Kollege hier. Pulse is crawling with things like that, isn't it? Got me. Not even the Corps has access to intel on Pulse. Soldiers in the field fight blind. Yeah, I noticed that. But don't you need to know exactly what you're up against? Target's a target. You like to keep it simple, don't you? I stick to my goal. As long as you have a goal, you can fight. You can stay alive. Wohl eher, ja. Ah, geil! Etzer! Da! Habt ihr es gelesen? Wer es lesen will, hier, Seite 1. Seite 2. Seite 3. Seite 4. Seite 5. Und Seite 6. Jop, jop, jop. Ah, wunderschön. Das freut mich jetzt. Jetzt können wir endlich unsere tollen. Na, sag's mir. Unsere Komponenten verwenden. Jetzt. Okay, dann halt nicht. Ist okay. Gab es. Nachsetzen wäre gar nicht schlecht, ne? Ja, nachsetzen ist ein cooler Move. Der wirklich nicht schlecht ist, nicht zu verachten. Chup. So, was mache ich denn? Chup, chup, chup. Das Blöde ist nur bei den Komponenten. Man kann einen Modifikator aufbauen mit den Komponenten. Ich weiß noch nicht, inwiefern, also wie gut jede Komponente als Modifikator Aufstocker dient. Ich weiß es nicht. Bin ich mit. What the f. Okay. Oh, nicht im Ernst jetzt! Kommt es jetzt auch noch? Ohne Mist. Nee, oder? Nee, gut. Kommt doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt jetzt das, was ich gemeint habe. Und das war hier in Pittsville, oder? Ich weiß es nicht. So, neuer Speicherstand. Natürlich. 5,5 Stunden, ja, leck. Wow. Viel zu lang.
So, also die Modifikationen. Ne? Wir können zum Beispiel jetzt hier die Waffe von, ja, nehmen wir die Gladius von Lightning, doch. Ja, nehmen wir die Gladius von Lightning. Einfach so, just for fun. Dann sortieren wir nochmal. Dann haben wir hier die ganzen Dinger, wo vorne die drei Knochen dran sind, besser gesagt. Das sind organische Komponenten. Die sind eben wichtig für den Modifikator. Um den auf dreimal, glaube ich, hochzumachen. Und die hier sind eher die EP-Komponenten, sage ich mal. Jetzt denkt ihr euch, was zur Hölle labert der Kerl da? Ganz einfach. Links seht ihr EP 0 von 800. Jetzt tue ich mal hier so 13 Schmutzkrallen rein. Dann steht da EP 65. Gut, habe ich 65 von 800 EP. Jetzt steht da EP-Bonus 1,25. Genau. Die organischen Komponenten treiben den EP-Bonus hoch. Deswegen haue ich da noch ein bisschen was rein. Schupp. EP-Bonus mal 2. Und... Ah, Wildleder ist... Okay. Es gibt auch so ein bisschen seltenere hier organische Komponenten. Wie zum Beispiel das Wildleder. Das bringt auch relativ viel EP. Zum Beispiel der Reißzahn 12 und ein so ein Ding 28. Aber ja, es sind halt so die Sachen. Ne? Deswegen nimmt man eigentlich immer die ganzen Sachen, die wenig EP bringen. Und nimmt die her, um den Modifikator hochzutreiben. Leder zum Beispiel hat auch wenig. Irgendwann in diesem Jahrhundert kommt wir dann auch noch auf... Nein? Hallo? Auf EP-Bonus mal 3. So, die Sache ist jetzt die, wenn wir eine nicht-organische Komponente hernehmen, sinkt der EP-Bonus wieder. Deswegen sollten wir eigentlich... Achso, ich bin schon aufgestiegen. Okay. Sollten wir eigentlich so hoch wie möglich... Ja. Also die... Ja, sag's mir, was soll ich sagen? So viele Komponenten wie möglich nehmen, zum Beispiel hier ist die alle 10, werden 3360... Ne? EP. Oder hier 1500. 162. Vielleicht sagen jetzt einige, Alter, was sind denn das für Beträge? Hier 1500 irgendwas, 3300, obwohl du nur 900 Erfahrungspunkte brauchst. Ja, so eine Sache, ne? Ich mach's einfach mal kurz so. Sind wir Level 3 und für jedes Level Up seht ihr unten Angriffskraft Plus und Magie Plus. Ja, klar. Ich werde es aber nicht alles hier aufstocken, weil Gladius ist nicht die beste Waffe für Lightning und mache ich dann erst mit den besten Waffen für die jeweiligen Charaktere. Und jetzt wieder. Psst. Not much of a future for us, huh? Hard to picture a happy ending. We don't even know where to go. I do. Huh? There. Eden? The Sanctum Seat of Power. Oh, that's a great idea. Just charge right in there. Give him a taste of Lassie Terror. What? You're serious? Keep running. It's die or turn Seath. There's no place for Lassie to hide. No. They want to fight. Let's take it to the Sanctum's door. This isn't a game. No. That's for damn sure. Started with Sarah. The Falcee took her. Now I'm a Lassie too. And the Sanctum's hunting me. An enemy of the state. But who's pulling their strings? A Falcee. Eden. Cocoon's sustainer and guiding light. It probably ordered the purge too. Pulse and Sanctum Falcee. They're all the same. And we're all the same to them. Expendable. I'm not dying a Falcee slave. So? What are you gonna do? Destroy it. By yourself? Are you crazy? Say you pull it off, hmm? What's that get you? Satisfaction? Something happens to Eden, it's lights out Cocoon. You want that?
you're a pulseless-y now, so you just want to snuff out Cocoon. No! What about Sarah? She said to save Cocoon. It might even be our focus to make sure Cocoon's... Our focus doesn't matter. I don't take orders from Falci. How I live is up to me. Don't you mean how you die? Think like that, and it's already over. Better to pick your path and keep moving. Don't worry. I'm after the Sanctum. I'm not out to destroy the world. If it did come to that, wonder if our hero'd try to stop me. You want to fight Snow now? Just like that and your enemies? Next time we meet, we might be too. When the fear sank in, it tore us all apart. Lightning was suffering, reaching out to us, but none of us could see it. Snow deserves it. If only I'd been stronger, none of this ever would have happened. I don't know what I should do. That makes two of us. Whoa! Hey! You're taking care of me! Well, it won't be if you keep pushing me like that. Wait for me! I'm going with you. I can't babysit you anymore. I can fight. I'm not afraid. Great. A SCICOM hit squad. Okay. Nein, nicht mit Hope. Nein, Hope. Geh weg. Mag dich nicht. Sind die stark? Ein Gardist schon da. Nummer C. Okay. Ich glaub. Alter. Bist du blöd oder so? Ich mach mal kurz so. Beide Heiler. Einmal kurz Hope, ne? Was ich eigentlich machen wollte, deswegen habe ich beide auf Heiler gemacht. Analyse, kurz den Aufklärer. Chip, genau. Und Analyse auch noch auf den Gendarm, auf irgendeinen. So. Wer denkt, das wäre ziemlich blödsinnig? Was für Paradigmen, bitte. Wer denkt, das wäre ziemlich blödsinnig, dass ich die analysiere, weil ich eh nie reingucke in die Listen von den Leuten? So dumm ist es gar nicht, dass ich es mache, weil, wie gesagt, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, wenn ein Gegner Schwäche gegen Blitz zum Beispiel hat oder gegen Feuer und es ist in der Liste noch als Fragezeichen, dann sieht es zum Beispiel Lightning nicht und greift ihn zum Beispiel mit Wasser an. Wenn ich das aber analysiert habe, dass der gegen Feuer anfällig ist, greift Lightning auch mit Feuer an. Ja, soweit ist das Spiel schon. Ganz toll. So. Darf ich? Natürlich nicht. Not bad. Really? Thanks. Oh nein! Es kommt doch die Stelle jetzt, oder? Bitte nicht. Oder muss ich mit den beiden erst rumlaufen? Moment. Ah, ich kann mich nicht entsinnen. Nee, noch nicht. Okay. Uh-oh. Army's out to play. What now? What now? I mean, we could stay here, but shouldn't we... Run? Huh? We should run. If we rush in now, we'll just get in her way. You know, you're right. I guess. I mean, it's not like Lightning needs any help. Feiglinge, ganz ehrlich, Feiglinge. Kinder, nee, sollen der Kack. There'll be more soldiers. We should keep moving.
Lightning, are you worried about the others? I'm sure they got away okay. So can you if you leave now. With me, it'll be fight after fight. I don't know how it'll end. It's anybody's guess. I know that, but I need to be stronger. Lightning. Call me Light. What's the plan from here? Through the Gapra Whitewood to Palampolam. We'll find transport to Eden. I live in Palampolam. I can show you all the shortcuts. No side trips. No need. I don't think Lassie are welcome at home. Oh, das mag ich auch so gern, so kleine Seitenhiebe, zum Beispiel wie das Light ihm angeboten hat, das Light, ne? Ich weiß nicht, wie genau das aufs Japanische bezogen ist, weil in Japan spricht man die Leute eigentlich nur im Nachnamen an. Yep, ist so, wer es nicht weiß, ist wirklich so. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand Toyo Hashibara heißt, und ein Klassenkamerad sagt dann, nennt ihn dann Hashibara-kun, glaube ich, zum Beispiel. Ja. Ja. Also immer den Nachnamen und die komische Endung. Ich bräuchte eigentlich hier nicht zwei Heiler, aber okay. Falls doch mal irgendwie dumm laufen sollte. So. Zack, 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 zack. Spiel aufgehängt. Okay. Nein. Natürlich nicht. Ja, ich weiß nicht, wie die Japaner das genau handhaben, aber ja. Die werden sich schon auskennen. Ich muss ihnen ja nicht helfen. So. Ja, das ist so weit weg. Nein, bitte nicht. So weit weg. Weiter hinten eigentlich. Ich war hier noch nicht mal. Ach du große Rotze. Also hier komme ich mit Lightning und Dings hin. Was war denn da rechts bitte? War ich da? Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, guck. Kein Kommentar. Ich würde jetzt erstmal sagen, hier, es reicht erstmal fürs Erste. Oder fürs Zweite. Naja, gut. Kein Kommentar. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Gabba.